Hallo zusammen. Heute möchte ich euch auf ein schon sehr bald bevorstehendes Ereignis aufmerksam machen. In der Christian Post vom 16. Februar war Folgendes zu lesen. Protestanten sollen am Schaltjahrestag in der Calvin-Kathedrale in Genf die katholische Kommunion empfangen. Ganz genau, ihr habt richtig gehört. Protestanten sind eingeladen, in einer protestantischen Kirche die katholische Kommunion zu empfangen. Die historische Schweizer Kirche, die reformierte protestantische Kirche Saint-Pierre, wird am 29. Februar, dem Schalttag, eine katholische Messe abhalten, zu der die Protestanten eingeladen wurden, um daran teilzunehmen, auch beim Empfang der Kommunion. Obwohl die katholische Lehre die offene Kommunion verbietet, soll diese Praxis in Genf weit verbreitet sein, so Protestinfo, ein Schweizer protestantisches Nachrichtenunternehmen. Die Entscheidung, Pater Desdieu einzuladen, die Messe in Saint-Pierre zu halten, begann als informelle Gespräche, gefolgt von einem ökumenischen Gottesdienst in der Kathedrale, der dann zu einer Diskussion und einer Ratsabstimmung reifte, sagte Pfarrgemeinderatspräsident Daniel Billy, berichtete LifeSite. Billy sagte gegenüber Protestinfo, dass er keinen Widerstand gegen die Idee habe. Die Idee gefiel uns, weil sie unserem Wunsch entspricht, die Kathedrale zu einem Treffpunkt für alle Genfer Christen zu machen, ein Raum, der die konfessionellen Grenzen überschreitet. In vielen Pfarreien wird das Abendmahl von Protestanten bereits vor Ort während ökumenischer Feiern gefeiert, bei denen sich Protestanten und Katholiken gegenseitig zum Abendmahl und zur Kommunion einladen, sagte er. Emmanuel Fuchs, Präsident der evangelischen Kirche in Genf und Pfarrer in Saint-Pierre, fügte hinzu, die Einladung zeige, dass das Klima in Genf äußerst günstig und fruchtbar mit der römisch-katholischen Kirche ist. Wir haben bemerkenswerte Fortschritte im Bereich der Ökumene gemacht, insbesondere mit der 2017 unterzeichneten gemeinsamen Erklärung, die unsere jeweiligen Dienste anerkennt. Emmanuel Fuchs, Präsident der evangelischen Kirche in Genf, sagt hier, dass mit der in 2017 gemeinsamen unterzeichneten Erklärung ein bemerkenswerter Fortschritt im Bereich der Ökumene gemacht wurde, indem die jeweiligen Dienste anerkannt wurden. Ist das wirklich so? Weiter heißt es, wie Papst Franziskus sagte, wird die Ökumene durch Gehen erreicht. Wir versuchen gemeinsam zu gehen, in der Hoffnung, dass die Hindernisse, die uns heute unüberwindbar erscheinen, nicht mehr bestehen, wenn wir genug Fortschritte gemacht haben. Wie bitteschön sehen diese Fortschritte denn aus? Hat die römisch-katholische Kirche denn überhaupt irgendetwas an ihren unbiblischen Lehren, die ja der Grund dafür waren, dass es eine Reformation gab, geändert? Oder ist es der Protestantismus, der hier kapituliert? Was wir hier sehen, ist mehr als einen ökumenischen Fortschritt, wie es dieser Präsident der evangelischen Kirche in Genf sagt. Doch schauen wir uns das Ganze mal aus einer katholischen Perspektive an. Auf der Webseite katholisches.info lesen wir: Genfer Sakrileg. Fast 500 Jahre ist es her, dass die Heilige Messe aus der Kathedrale von Genf verbannt wurde. Nun soll sie dorthin zurückkehren. Eine vermeintlich großzügige Geste läuft Gefahr, in Wirklichkeit den Vorwand zu einem gigantischen Sakrileg zu liefern. Weiter in dem Artikel heißt es dann: Die ökumenische Falle. Fast 500 Jahre nach der Unterdrückung des katholischen Kultus wird am kommenden 29. Februar der Bischofsvikar für den Kanton Genf des Bistums, Pascal Desdieu, erstmals wieder die Eucharistiefeier in der ehemaligen Bischofskirche zelebrieren dürfen. Wirkliche Freude kommt darüber aber nicht auf. Der Vorsitzende des calvinistischen Kathedralrates, Daniel Billy, der die Nachricht bekannt gab, forderte zugleich die Protestanten der Stadt auf, an der Zelebration teilzunehmen und die Kommunion zu empfangen. Aus seiner Sicht ist diese Interkommunion offenbar etwas Normales. Aus katholischer Sicht ist sie aber ein großes Problem, nämlich ein schwerwiegendes Sakrileg. Die Heilige Kommunion darf nur empfangen, wer sich im Stand der Gnade befindet, wozu die Glaubenseinheit gehört. Was voraussetzt, dass kein Glaubensdogma bewusst geleugnet wird. Das aber widerspricht
jeder protestantischen Logik. Viele betrachten daher den Kommunionempfang auch strikt aus protestantischer Sicht. Das ist aus katholischer Sicht aber nicht machbar. Es erstaunt auch die offensichtlich fehlende Bereitschaft von reformierter Seite, sich mit dem katholischen Eucharistieverständnis zu befassen. Was wir hier sehen, ist ein Protest, und der kommt nicht von der protestantischen Seite, sondern von der katholischen Seite her. Und was haben wir gerade gelesen, was diese katholische Seite zu diesem bevorstehenden Ereignis sagt? Es erstaunt die offensichtlich fehlende Bereitschaft von reformierter Seite, sich mit dem katholischen Eucharistieverständnis zu befassen. Wow! Hier ist ein Katholik, der darüber erstaunt ist, dass die protestantische Seite sich offensichtlich gar nicht über das katholische Eucharistieverständnis Gedanken macht und damit zeigt, dass sie eine Einheit um jeden Preis sucht, so sehr, dass man biblische Wahrheit beiseite legt, um wieder zurück nach Rom zu kehren. Am 8. August 1535 wurde in der Bischofskirche die letzte heilige Messe zelebriert. Forel war es, der 1536 den durchreisenden Karlen veranlasste, in der Stadt zu bleiben. Im Mai jenes Jahres wurde offiziell die Reformation in Genf eingeführt, was auch das formale Ende der katholischen Kirche in der Stadt bedeutete. Und nun steht uns am 29. Februar ein Ereignis bevor, das nach fast 500 Jahren die Reformation, die damals dort stattfand, rückgängig machen wird. Und wer wird dagegen protestieren? Weiter schreibt Giuseppe Nardi, der Verfasser dieses Artikels. Und was sagen die Kirchenverantwortlichen? Verpackt in die Rückkehr des katholischen Kultes in die ehemalige Bischofskirche, die jeden Katholiken freuen muss, ist damit ein unentschuldbares Sakrileg. Die Einladung an den Bischofsvikar, in der Kathedralkirche zu zelebrieren, erweist sich als vergiftetes Geschenk. Sollten wir als Erben der Reformation nicht umso mehr dagegen protestieren? Auch in den Liveside-News vom 4. Februar war darüber zu lesen. Die erste katholische Messe in der Genfer Kathedrale seit der Reformation findet Ende dieses Monats statt und die Protestanten wurden zur Teilnahme und zum Empfang der Heiligen Kommunion eingeladen. Obwohl das katholische Kirchenrecht die Interkommunion nicht erlaubt, ist sie laut der Schweizerischen Evangelischen Nachrichtenagentur Protestinfo in Genf angeblich eine übliche Praxis. Pascal Destieu, katholischer Bischofsvikar des Kantons Genf, wird am 29. Februar um 18.30 Uhr auf Einladung des Pfarrgemeinderates der Evangelischen Kathedrale die Messe in der reformierten Evangelischen Kathedrale Saint-Pierre halten. Die Messe in der fast 900 Jahre alten Kirche wurde im August 1535 abgeschafft, nachdem Bilderstürme das Innere entweiht und zerstört hatten, Bilder zerschlugen und Statuen zerbrachen. Die Kathedrale wurde in der Folgezeit als Heimatkirche des Reformators John Calvin bekannt. Es gab keine Opposition, was signifikant ist. Die Protestanten sind eingeladen worden, an der Messe teilzunehmen und die Kommunion zu empfangen, aber das ist nichts Besonderes in Genf. Dies geschieht bereits vor Ort in vielen Pfarreien während ökumenischer Feiern, bei denen sich Protestanten und Katholiken gegenseitig zum Abendmahl und zur Kommunion einladen. Die katholische Kirche kann jedoch die Interkommunion zwischen Katholiken und Protestanten nicht gutheißen, wie prominente Kleriker wie Kardinal Robert Zara, Präfekt der Vatikanischen Kongregation für den Gottesdienst, Kardinal Raimund Burke und Erzbischof Athanasius Schneider häufig bekräftigt haben. Kardinal Zara hatte die Kommunion derjenigen, die sich nicht zum katholischen Glauben bekennen, als frevelhaft und als Empörung gegen das Sakrament bezeichnet. Interkommunion ist zwischen Katholiken und Nichtkatholiken nicht erlaubt. Sie müssen den katholischen Glauben bekennen. Ein Nichtkatholik kann die Kommunion nicht empfangen. Das ist sehr, sehr klar. In einem deutschen ökumenischen Papier vom September 2019 wird argumentiert, dass die theologischen Debatten der letzten Jahrzehnte die reformatorischen Differenzen geklärt hätten und es nun Einigkeit über die theologische Bedeutung der Eucharistie des Abendmahls gäbe und dass auf dieser Grundlage die Vielfalt der liturgischen Traditionen geschätzt werde, berichtete Michael Hickson letzte Woche in den Liveside News. Der Schweizer Kardinal Kurt Koch, der Präsident des päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen, sagte gegenüber Vatican News, dass er mit der dem Dokument zugrunde liegenden Annahme nicht einverstanden sei, nämlich,
dass die katholische Eucharistiefeier und das protestantische Abendmahl identisch sind. Wir sehen, dass von katholischer Seite her mehr dagegen, und man muss dazu sagen, zu Recht, protestiert wird, als dies auf protestantischer Seite der Fall ist. Die katholische Eucharistiefeier ist nicht dasselbe wie das biblische Verständnis vom Abendmahl. Doch weshalb hat dies für diese protestantische Kirche denn keine Bedeutung mehr? Was wir hier sehen, sind schlussendlich die Früchte der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in Genf. Und traurigerweise werden wir als Adventisten dort auf regionaler Ebene als Mitglieder in der Ökumene von 3 Delegierten vertreten. Und indem wir uns dort damit selbst zum Schweigen gebracht haben, sind seitens unserer Kirche auf dieses Ereignis hin wohl kaum Einsprüche zu erwarten. Nein, vielmehr sehen wir, dass es als Beleidigung gegenüber anderen christlichen Gemeinden angesehen wird, wenn beispielsweise Adventisten, wie damals hier beim Papstbesuch in Genf, das Buch vom Schatten zum Licht den Besuchern verteilt hatten. Dominik Frigach, ein adventistischer Prediger, schreibt darüber, und ich sprach bereits über ihn in einem vorigen Video. Am 21. Juni habe ich die Stimmung während des Papstbesuches in Genf erkundet. Mein Ziel war es, 2 Bücher von adventistischen Autoren zu übergeben. Die Umstände waren günstig für mich und ich konnte diese beiden Bücher dem Papst übergeben, der mir dafür dankte. Es waren die folgenden Bücher: Begegnung mit Christus und Fußwaschung, Forschung über eine vernachlässigte Praxis. Nun, so wie dieser Pastor, Papst Franziskus, hatten an diesem Tag auch Brüder und Schwestern die Gelegenheit dazu genutzt, den Besuchern Bücher von einer adventistischen Autorin zu verteilen. Lesen wir einmal, was dieser Pastor dazu schreibt. An diesem Tag hielten die Adventisten es für gut, den verschiedenen katholischen Besuchern das Buch »Vom Schatten zum Licht« anzubieten. War es gelegen? Diese Aktion beleidigte mehrere christliche Gemeinschaften in der Region Genf. In 2. Timotheus 4, Vers 2 heißt es: Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne, mit aller Langmut und Belehrung. Weiter berichtet er dann von diversen Treffen. Am 11. Juli 2018 traf ich in Genf einen Freund und Kollegen. Es ist der Bischofsvikar des Kantons Genf, Pascal Destieu. Derselbe Pascal Destieu, von dem Emmanuel Fuchs sagt, die Zelebration am 29. Februar steht im Einklang mit dem ökumenischen Weg der vergangenen Jahre und der vor allem von Pascal Destieu mitgetragen werde. Ein Freund und Kollege von Dominique Frigard. Auch sehen wir, dass man gerne ellenweit dafür zitiert, um solche Zusammenkünfte zu rechtfertigen, so auch dieser Pastor. Wir müssen uns mit anderen Pastoren vereinen und so weit wie möglich mit ihnen gehen, ohne ein Prinzip zu opfern. Wir sollten nicht isoliert für unsere eigene Kirche arbeiten. Ellen White schreibt aber auch: Jesus selbst hat den Frieden nie durch Zugeständnisse erkauft, sein Herz floss über von Liebe zu allen Menschen, aber er übersah dabei nie ihre Sündhaftigkeit. Er war zu sehr der Menschen wirklicher Freund, um zu schweigen zu können, wenn sie einen Weg gingen, der ihre Seele in die Verdammnis führte. Ihre Seele, die er doch mit seinem Leben erkauft hatte. Die Diener des Evangeliums sind zu der gleichen Aufgabe berufen. Sie müssen sich hüten, um irgendeiner Uneinigkeit willen die Wahrheit zurückzusetzen. Sie sollen dem nachstreben, was zum Frieden dient. Der wahre Friede kann jedoch nie erreicht werden, indem man die Grundsätze der Wahrheit aufs Spiel setzt. Niemand kann aber auch seiner Überzeugung treu sein, ohne auf irgendeinen Widerstand zu stoßen. Ich denke aus Sorge darüber, dass wir andere Christen mit unseren Glaubensüberzeugungen beleidigen könnten, vergisst man, worum es im Eigentlichen geht, nämlich um die Rettung von Menschen, die verloren gehen können, wenn es weiterhin unsere Mission bleibt, zu schweigen. An anderer Stelle aus dem Buch »Das Leben Jesu« heißt es: Die Pharisäer prahlten mit ihrem Gehorsam gegen das Gesetz. In Wirklichkeit kannten sie so wenig von seinen Grundsätzen für das tägliche Leben, dass des Heilandes Worte ihnen wie Ketzerei klangen. Als er den Unrat wegfegte, der die Wahrheit verbarg, glaubten sie, er kehre die Wahrheit selber aus,
und sie flüsterten einander zu, dass er das Gesetz gering achte. Ich denke, auf die Ökumene bezogen können wir sagen, indem sie von der Liebe prahlen, die sie einigt, kommt ihnen der Versuch von adventistischen Geschwistern, welche Bücher wie vom Schatten zum Licht verteilen, wie Ketzerei vor, die doch im Eigentlichen nur den ganzen Unrat wegfegen wollen, der die Wahrheit verdeckt. So glauben sie, dass wir damit die Liebe für diese Menschen mit hinwegfegen würden und sie gering achten, obwohl doch gerade die Liebe das treibende Motiv dahinter ist, Menschen auf die Wahrheit aufmerksam zu machen. So wie die Reformation diesen ganzen Haufen unbiblischer Lehren, der die Wahrheit bedeckte, nach und nach wegfegte, sehen wir, dass die Ökumene das Gegenteil davon ist, nämlich ein erfolgreiches Unterfangen, um die Wahrheit mit einem riesigen Haufen falscher Lehren wieder zu bedecken und das obendrein noch als Liebe zu bezeichnen. Die Bibel sagt uns in 2. Timotheus 4, 3-4, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden. Wir leben wirklich in einer Zeit, wo man die gesunde Lehre nicht mehr ertragen kann und man sich von der Wahrheit abwendet und diese für eine Einheit auf Kosten der Wahrheit opfert. Und im Falle dieses bevorstehenden Ereignisses beansprucht Jesus Christus vom Himmel herabzuholen in ein Stück Brot und sich anmaßt, ihn ständig aufs Neue zu opfern. Und nun ist es wirklich so weit, dass Protestanten diesen Weg gehen wollen, ja sogar bereits gegangen sind während ökumenischen Feiern? Ellen White schreibt, dass all dieser Unrat zuerst beiseite geschafft werden muss, ehe ein Mensch die Tür öffnen kann, um Christus in seinem Herzen willkommen zu heißen. Das geht aber nur, wenn wir diese Menschen darauf aufmerksam machen. Die Ökumene beraubt aber Menschen dieser Möglichkeit. Ich möchte folgend abschließen. Die Welt weiß sehr wenig von den Wahrheiten, an die wir glauben, und in klaren, geraden Linien muss die Botschaft für diese Zeit der ganzen Welt vermittelt werden. Die Botschaft erreicht mich, weckt die Wächter auf, lasst nun jeden in Gang kommen. Wir haben eine Botschaft der Prüfung zu übermitteln, und ich bin angewiesen, unserem Volk zu sagen, vereinigt euch, vereinigt euch. Aber wir sollen uns nicht mit denen vereinigen, die sich vom Glauben entfernen und verführerischen Geistern und Teufelslehren Beachtung schenken. Mit süßem, gütigem und warmem Herzen sollen wir hinausgehen, um die Botschaft zu verkünden, ohne auf diejenigen Rücksicht zu nehmen, die sich von der Wahrheit entfernen. Gott segne euch, meine lieben Glaubensgeschwister.